Bettina Weiler, wir sind in der Versöhnungsgemeinde, es ist Neujahrsfest, die Stimmung ist gut. Aber warum genau, was findet hier statt? Zum achten Mal findet dieses Jahr unser Obdachlosenfest statt. Zum achten Mal haben wir um die 100, 120 Gäste, Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, die gerne vergessen werden. Und eben als die Gäste kamen, die mit den Bussen ankamen, es war einfach großartig zu sehen, wie die sich gefreut haben. Sie haben gesagt, hey, wir sind hier wieder zu Hause. Danke, dass ihr das macht. Und ja, das ist Grund für mich genug, das jedes Jahr weiterzumachen und den Menschen ein Stück weit ihre Würde zurückzugeben. Wieder zu Hause heißt auch, 22 und 21 konnte es in dieser Form nicht stattfinden, nehme ich an. Ja, also die letzten beiden Jahre hatten wir einen Foodtruck, wir hatten ein Hygienekonzept ausgearbeitet und deswegen konnte das innerhalb von Corona mit einem Foodtruck in der Teestube stattfinden. Und diesen Foodtruck hat wieder Feinkost Dittmann wie jedes Jahr zur Verfügung gestellt. Es gab jeden Tag ein tolles Drei-Gänge-Menü und wir haben auch in diesen schwierigen Zeiten von Corona die Menschen nicht vergessen. Auch im Namen der Stadt dafür ein herzliches Dankeschön. Ohne Ihr Engagement wäre das, glaube ich, hier so nicht möglich. Feinkost Dittmann ist dabei. Weitere Menschen, die sich hier seit vielen Jahren engagieren, die unbedingt genannt werden müssen? Ja, unbedingt natürlich Ali Murat von Mein Friseur, der mit seinem Team auch wieder da ist und Bärte und Haare schneidet. Das ist großartig. Man muss sich einfach mal vorstellen, man kann nur einmal im Jahr zum Friseur gehen oder sich nur einmal im Jahr den Bart schneiden lassen. Das ist einfach, also da steigen einem ja schon die Tränen in die Augen. Und wenn ich dann sehe, wie das hier angenommen wird, das ist einfach großartig. Also der Ali Murat, ein herzliches Dankeschön an ihn. Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch der Band. Dieses Jahr haben wir neu dabei, Neon Light. Das ist eine junge Zwei-Mann-Band, coole Jungs, ja, die heute Abend den Abend hier rocken werden und gucken, dass halt eben getanzt wird. Und ja, einfach großartig. Natürlich auch ein Dankeschön an all meine Helfer. Also wir haben fast 30 Helfer, ohne die das Ganze überhaupt gar nicht möglich wäre. Das sind ja die Vorbereitungen und. Gestern Abend haben wir liebevoll die Tische eingedeckt. Und heute, die Gäste sollen sich wie in einem Restaurant fühlen. Also sie werden alle bedient, alle haben Helfer, haben ihre weißen Hemden an. Also es soll wirklich wie in einem Restaurant die Atmosphäre sein. Dann natürlich ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die Evangelische Versöhnungsgemeinde, die uns jedes Jahr diese tolle Location bieten. Und es ist immer wieder spannend, ein Gotteshaus in eine, ich sag mal, in einen Partyraum zu verwandeln. Das macht uns immer besonders viel Spaß. Und es ist wirklich großartig, dass wir hier dieses Fest feiern dürfen. Kurzum, wir feiern das Leben in einem Gotteshaus für Menschen, die es nicht jeden Tag so feiern können wie viele andere auch. Dafür und vor allem nochmal für Ihr Engagement ein herzliches Dankeschön. Das wird, glaube ich, ein sensationell guter Abend. Da vielen bin Dank. Ich sicher. Dankeschön, danke. Ich glaube, Sie werden alle wissen und sie weiß es selbst auch und deswegen hat sie so vielen Menschen gedankt, dass das niemals eine Einzelleistung ist. Aber ich glaube, diese Veranstaltung wäre ohne ihr Engagement so auch nicht möglich. Und es ist ja nicht der einzige Tag im Jahr, in dem sie engagiert ist. Wir sind an einigen anderen Projekten auch dran, den einen oder anderen Sachstand, den besprechen wir gleich unter vier Augen zu zweit. Aber liebe Bettina Weiler, ohne Sie gäbe es dieses Fest nicht und deswegen ein zweiter großer Applaus. Ganz herzlichen Dank.
Hallo ihr Lieben, hier ist euer Ali. Ich bin heute bei dem Obdachlosentreffen in Wiesbaden 2023 wieder ein Teil davon. Die liebe Bettina Weiler hat es heute mal wieder geschafft, eine tolle, sensationelle Aktion wieder zu starten mit so vielen Helfern, so vielen tollen Menschen, den Obdachlosen in Wiesbaden helfen zu können. Und ich und mein Team sind ein Teil davon heute. Ich und mein Team haben heute und werden immer noch den Obdachlosen die Haare schneiden, das kurze, schöne Gefühl den Leuten geben, was sie sonst nicht haben. Sie haben heute eine gute Band gehabt, wo sie tanzen konnten. Sie haben eine schöne Show-Einlage heute eingeführt, wo sie zugucken konnten. Und Essen, Trinken gab es auch. Es wurden super gekocht. Es wurde tolle Aktionen gemacht hier. Ich bin wirklich überwältigt, weil so viele Leute, die mitgeholfen haben. Es ist nicht selbstverständlich. Auch die Organisation, sowas zu organisieren. Für viele mag es eine Kleinigkeit sein, aber das alles auf die Beine zu stellen, ich bin immer noch sprachlos und bewältigt, dass so viele Leute geholfen haben. Ich bedanke mich bei allen, bei Bettina Weiler, bei Gerhard, bei den ganzen Leuten, die einfach, so viele Namen kann man gar nicht aufzählen. Dankeschön, dass ihr auch ein Teil dabei seid, dabei ich auch und alle zusammen. Eine große, sensationelle Aktion. Danke Leute, bin sprachlos. Ihr merkt es bestimmt, ich fange an zu stottern. Es ist einfach nur sensationell und geil.